Grüß dich und willkommen zur TAP. Herausforderungen Blut Zettel 6 im 18, 25, 23 auf der Karte eingefroren. Schwierigkeitsstufe schwer im Standardmodus und das sind die Regeln. Du darfst zwei Affen platzieren, hast 12.000 Startgeld, ein Startleben. Das Ganze spielt sich in Runde 57 ab. Affenwissen ist hier deaktiviert und die Moabs haben mal wieder eine erhöhte Gesundheit und auch die Runderneuerungsrate ist wirklich sehr hoch. Okay, los geht's. Hier gibt es unterschiedliche Lösungen und ich habe mich für folgende entschieden. Nimm erstmal einen Eisaffen und platzieren dahin. Der passt da gerade noch so hin. Der hat, glaube ich, in letzter Zeit etwas zugenommen. Also der kommt dahin und dann bekommt er hier die Stufe 4. Mit der Stufe 4 können wir das Runderneuern stoppen und die Bloons enttarnen. So, und dann benötigen wir noch ein Affenfliegerass und dieses Ass kommt hier in etwa hin. Ja. Und das bekommt auf der ersten Reihe die Stufe 4 und mehr auch nicht. So, jetzt kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Hier kommen die Moabs, die haben ja eine erhöhte Gesundheit. Aber unser Affenfliegerass nimmt sie auseinander. Geh jetzt zu deinem Eisaffen und mach hier die Stufe 1 Verbesserung auf der mittleren Reihe. Und sobald du das Geld dafür gesammelt hast, machst du hier auch gleich die Stufe 2. So, mehr musst du nicht machen. Hier kommen jetzt die ganzen Runderneuerungsbloons. Die sind getarnt. Unser Affenflieger kann sie nicht sehen, aber sobald sie in Reichweite vom Eisaffen sind, enttarnt er sie und dann kann das Affenfliegerass sie bekämpfen. So, das ist der Sieg und ich bekomme hier 90 Affendollar und einen Klebstoffschützen mit 0,22. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus.